So, und herzlich willkommen zurück zu diesem nächsten Spiel am Livestream der Deutschen Quizmeisterschaft 2019 in Tornisch. Wir haben hier für euch die Augsburg Owls links gegen die Free World Ranks aus Passau. Ich bin Philipp Stolz und werde wunderbar begleitet von Lena Tetzner. Lena, ich danke dir, dass du mir hier beistehst, um das Spiel zu kommentieren, denn wir haben natürlich hier Freude dran, aber ich glaube, die beiden Teams haben da nicht viel Freude dran, denn die sehen sich viel zu häufig, als dass sie das noch irgendwie zelebrieren können. Genau. Ich habe gerade vorhin auch schon Reaktionen von den einzelnen Teammitgliedern gehört, die freuen sich wirklich nicht besonders darauf. Und es ist nicht irgendwie, weil sie sich nicht mögen, sondern weil sie sich halt ungefähr im Jahr jeden Wochenende irgendwie bei der Bayernliga sehen, und da hat man natürlich bei der DM so die Hoffnung, vielleicht mal ein oder zwei andere Gegner kennenzulernen. Der Spielplan wollte es nicht so. Nee. Und in der Bayernliga gibt es auch nur drei Teams, also viel Abwechslung gibt es da wirklich nicht. Ja, die spielen so häufig, dann spielen wir halt gegen dieselben zwei Lumpis sofort immer wieder, und das Broomsup gewinnt hier Passau, Double Budget Control und den Quaffel. Passau mit sehr vielen neuen Gesichtern, wenn man das noch von vor einem Jahr vergleicht, da ist viel Wechsel passiert, ein paar Leute haben aufgehört. Einige Leute sind dazugekommen, Passau mit einem riesigen Kader hier, guckt man mal darüber, da sind ganz viele Leute im Schwarz, Grün, Blau, den drei Farben der Flüsse der Flüsse-Stadt, genau. Augsburg dagegen mit einem Kader von 16 Leuten, die hatten jetzt auch schon ein paar Verletzungen, aber müssten halbwegs vollständig sein. Kein Tor, das Spiel geht weiter und Passau kriegt nochmal eine Chance. Jochen, hier im Besitz, der ist der Co-Trainer. Er macht mehr Siesta als jeder Spanier, habe ich erfahren, der Mann. Und das, ich muss sagen, sehr sympathisch. Sowas. Ja, sehr sympathisch. Hatte vor ein paar Tagen Geburtstag und jetzt schauen wir mal, ob er sich ein Geburtstagsgeschenk holen möchte. Hat in der Mitte nicht wirklich eine Anspielstation, muss wahrscheinlich allein gehen. Passt aber nach außen auf Marco Ziegaus. Und der Pass kommt tatsächlich an. Aber rechtzeitig Gebiet, schöne Aktion. Michi Drive-Through. Ja. Langer das Beat. Boah, wunderschönes Tor. Ja, den Konter haben sie sich eingefangen. Ja. Weil da rechtzeitig der Beat auf Borut kam. Borut Beskowczyk, der hat einfach die schönsten Haare im ganzen Bild, muss ich sagen. Kennt man auch. Für die Immuna Argonauts angefangen, nach Tübingen rübergekommen, dann zu Passau und einfach in ganz Quidditch Europa bekannt. Für seine Beater-Skills, für seine langen Haare und ein brutal harter Dude. Ja, und für Michi war dieser Angriff natürlich super. Ja, da freut er sich. Das macht er gerne. Geradeaus durchlaufen mit einem Lächeln auf der Wange wie ein Honigkuchenpferd und macht dann das 10:0 für die Augsburg aus. An sich muss ich sagen, es fällt mir ein bisschen schwer, das Ganze hier zu beurteilen. Noch die Augsburg aus sind auf jeden Fall ein Stern, der im Aufstieg ist. Passau hatte in den letzten Monaten ein bisschen Ups und Downs. Deswegen schwierig vorher zu sagen, wer da die Upper Hand hat in diesem Matchup. Ich bin gespannt. Jetzt wird erstmal Marco Ziegaus hier, der wird der Weg frei gemacht, kann bis an die Keeperzone rankommen. Okay, da wird die Hoop-Defense von Augsburg ist da dicht. Jetzt kann es go, das ist ein bisschen hoch der Arm. Aber das macht nichts, Ziegaus mit dem Tor. Und das, obwohl Bludger Control bei Augsburg lag. Ja, wir stehen halt relativ defensiv mit den zwei Klatschen und da wird nicht zu viel gemacht. Jetzt wird die Hand gehoben. Augsburg hat wohl einen Fehler begangen. Das könnte sich auf diese recht hohen Arm über Marco Ziegers Schulter beziehen. Ja, genau. Das ist schon die Geste. Das ist es. Es ist natürlich, ehrlich gesagt, von den draußen in der Hitze des Gefechts möchte man einfach nur irgendwie den Rap. Alles klar. Ich glaube, da wird lässt es weiterspielen. Das Tor ist gut gewesen. Es wurde sofort danach der Kontakt weggemacht. Marco Ziegaus lächelt noch. Da hat er nicht mal gemerkt, dass da irgendwas in seiner Halsgegend war. Und jetzt Nummer 98 mit dem Ballvortrag. Augsburg natürlich auch beflügelt von ihren Erlebnissen beim EQC 2. Oh, da waren sie Bombe. Ja, das war richtig schön. Platz 4 sprang am Ende raus, wenn ich mich irre. Platz 4 oder 5 auf jeden Fall. Ja, ich glaube, Platz hier im Spielplatz 3 haben sich, glaube ich, den Wienern geschlagen müssen. Ja, stimmt. Nichtsdestotrotz ein tolles Turnier gespielt. Alle Engländer rechts und links vernichtet. Alles, was Öst- und Mitteleuropa zu bieten hatte. Tolles Spiel von denen. Jetzt hier aber gegen Fülle Dragons Passau. Links steht Jochen, den könnte Max anspielen oder alleine durchziehen. Das war kein Tor. Wirklich bitte, aber trotzdem, jetzt haben wir das Tor. Boah, das habe ich auch noch nicht gesehen. So auf die Hub gesetzt, dass du da noch drüber schon mit Spin. Im zweiten Nachsetzen, aber
Ah, da hat sich Nummer 33 von Augsburg ein bisschen wehgetan, musste raus. Da ist Jochen ein bisschen dagegen gerauscht. Jetzt ist Hannes Pingel dafür drin. Geht jetzt auf die Trollposition für die Augsburger. Oh, Basecap hier von der Nummer 13 der Augsburger. Man kann ja auch gerade Swag pink aufdrehen auf dem Spielfeld. Oh, schön verteidigt von Marco. Der zieht sofort zum Gegenkonter an, wird aber abgeräumt. Starke Aktion. Hannes Pingel müsste es schnell machen. Dodged. Hat die Anspielstation rechts. Schön. Ach. Upa, da fliegt sie über den Ball. Unglücklich. Na, das war gefährlich. Der hätte Pass auch durchaus noch was einfangen können. Sind aber noch rechtzeitig zu verteidigen da. Der Spielstand passt zum Spielverlauf. Also es steht 10-10 und es ist auch relativ ausgeglichen bisher. Auf jeden Fall. Links läuft sich Johanna Greive, die Co-Trainerin von Passau Warm. Die hat bei NTN UI angefangen. Einfach toll, wie die Norweger uns immer wieder gute deutsche Spieler hier in der Kaderschmiede Norwegen zurecht klopfen. Oh, Sas Elmbrecht mit einem schönen Beat hier. Und gute Verteidigung von Michi und dem Nachsetzen eben Johanna Greive. Scheiße. Das war schön. Hast du nicht gesehen? Richtig schön unterhand. Der kommt sofort wieder auf sie zurück. Sie kann direkt weitermachen. Tolle Aktion von Sarah Elmbrecht. Die ist übrigens Schützenkönigin in Bayern. Also auch mit dem Gewehr zielsicher wie mit dem Blatscher. So, Matthias Renner jetzt hier am Bieten. Das sollte das Beating-Game der Augsburg Owls nochmal auf ein anderes Level heben. Aber erstmal Passau im Angriff. War nicht drin. Nein, das war ja fantastisch gesaved von Michi. Ja. Jetzt haben wir einen Brooms Down. Mit einem Quaffel-Turnover. Oh, super verteidigt von Michi. Hast du gesehen, wie der Sprung gemacht, das Ding ausgeholt hat? Richtig klasse gemacht, ey. Der Mann ist wirklich Herz und Seele dieses Teams. Ja. Toller Leader, guter Mann, auch abseits des Pitches. Ich hoffe, ich kann heute Abend mal mit ihm vielleicht noch ein Weinchen trinken oder auch einen anderen erfrischungshaltigen Getränk. Ja, aber die Passau räumen hier in der Verteidigung alles ab. Da sind die ersten Augsburger ein bisschen verzweifelt. Vorne ist Jochen Merkel da und belohnt sich. Happy Birthday, Jochen! 10-30. Zu 40, Entschuldigung, 10-40. Das ist jetzt schnell passiert. Ja, das habe ich gar nicht gemerkt. Also nee, ich auch nicht. Deshalb wollte ich jetzt gerade noch mal den Score checken. Genau, ich hebe meine Brillengläser, ob ich das richtig erkenne, ob es ist. 10-40. Ja. Lena, du sitzt ja hier mit einem Jersey. Du kennst die Augsburg vielleicht ein bisschen besser, ne? Ja, ein bisschen. Weil Offenburg ja mein eigenes Team leider nicht spielen kann. Ah, jetzt haben sie einen Teil. Nein. Für die Nummer 98. Ja, ja. Es gilt natürlich, Niklas Müller auf dem Weg von der Kiepersund zur Midline zu überholen. Das ist nicht geschehen. Es waren 50 Meter da hinten. Ja, das gilt es jetzt noch in Fleisch und Blut überzugehen, dieses Delay-of-Game mit der Midline. Mhm. Das muss man jetzt einfach noch ein bisschen lernen. Dafür wird jetzt gerade Lehrgeld gezahlt in Form der Karte für die Nummer 98. So. Augsburg wechselt, obwohl Passau im Angriff ist. Ja. Aber es hat noch funktioniert. Den Ball besitzt Shakib Bukadaya, Tenacious Tower. Den haben sie vor ein, zwei Jahren hier in das Team aufgenommen. Das ist ein absoluter Leistungsträger. Hier, schöner Beat von Olivia. Die hatten wir vorher hier am Livestream als Kommentatorin, hat einen tollen Job gemacht und auch hier bietet sie fantastisch. Ich möchte mal sehen, wie jemand die Nummer 31 aufhält. Und schöne Verteidigung, gut gemacht hier von Johanna Greive. So, jetzt Jan von Schmetthoff im Besitz des einzigen Blatters für die Passer. Mal gucken, wie sie jetzt hier rangehen wollen. Matthias Renner will ihn rausnehmen, trifft aber nicht. Shakib kann jetzt driven, wird abge... Oh, schön oben an den Hut ran. Das war wirklich schön. Und das ein Booster? Ja, danke. Weil ich war mir nämlich, ich wollte es nicht sagen, weil sie keinen, aber ich dachte, es wäre ein Beat Before gewesen bei dem Tor. Jetzt wird nochmal drüber geredet. Ach, ich muss sagen, da war... Also da kann man auch immer drüber reden. Natural Motion sehe ich immer, das ist eine der schwierigsten Sachen, wenn das Ref zuguckt. Das musst du erstmal hinkriegen. Da scheiden sich auch die Geister. Ich persönlich bin immer als Beater dafür, dann, wenn der Beat getroffen hat, dann ist alles, was danach passiert, irgendwie was Vorteil für den Gegner ist zu negieren. Aber das ist natürlich nicht die Regelauslegung. Jetzt wird hier ein bisschen darüber debattiert.
Gut gesehen, Lena. Gut einmal. Gesehen. Mensch, ich mach dir mal ein bisschen den imaginären Staub von der Schulter. Wunderbar. Einmal was richtig gesehen. Hast du eine Ref-Lizenz? Ja. Hast du, wunderbar. Snitch-Ref und S-Ref. Ja, fantastisch. So, jetzt aber hier Jan von Schmettow. Der verzögert hier ein bisschen das Quaffelspiel. Wird es von Matthias Renner angegangen? Schönes Rap. Ah, schade. Der gut. Und? Das war ein Tor? Was? Okay, ja, okay, alles klar. Okay. Also, ich dachte eigentlich, der wäre weit. Dachte ich auch. Muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich bin mir auch nicht sicher, es war, glaube ich, als Pass gedacht. Ja. Das, also, ich würde sagen, wenn ich auf YouTube wäre, würde ich einfach mal kurz auf die linke Taste gehen, das noch ein bisschen angucken. Das können wir leider nicht tun. Ja, schade. Ja, über die Linie getreten. Turnover. Ja, die Defense von Augsburg zieht ein bisschen an und ihre Offense auch. 15-20, das ist alles noch drin. Matthias Renner versucht hier auf dem BT-Game seinen Stempel drauf zu drücken und das gelingt ihm ein bisschen. Augsburg wirkt es ein bisschen aggressiver. Ja, und Matthias Renner scheint jetzt auch wieder besser zu laufen gestern. Also er hat sich da am Knie verletzt, schon bevor. Und gestern ist er eher in so einem Hupsa-Sprung, hat er gespielt. Oh! Entschuldigung, das war hoffentlich nicht zu laut für euch. Ich hoffe, ihr habt keine Koffer drin, aber da war gerade ein unfassbar krasser Beat von Matthias Renner. Schön ins Profil von Jan von Schmettow. Da spürte, der ist von den Beinen gefegt worden. Also er kann anscheinend trotz Verletzung sehr gut spielen. Da lass ich mich mal kurz wechseln. Das war ein krasses Ding aus nächster Nähe. Volle Kanne, seitlich ans Gesicht. Junge. Matthias Renner. Ja, der setzt sich auch erstmal hin. Ja. Schöner Ballwechsel auf Borut. Lässt sich einfach nicht runterbringen, steht noch. Schönes Reset. Sabine Obinger zurück auf Wagner. Markus Wagner. Der hat einen wunderschönen Man-Bun, oder nicht? Also. Ja. Das steht ihm doch fantastisch. Markus, auf jeden Fall einer, finde ich, der Leistungsträger, der Passer macht immer ein gutes Spiel. Oh, hier kriegt er schon wieder in die. In die Visage, möchte ich meinen. Junge. Matthias Renner hat richtig, richtig Bock und zielt auf Schulterhöhe und drüber. An der Stelle, wenn es ein bisschen ruhiger ist, wir sollen liebe Grüße an einige der Zuschauer schicken, habe ich gehört. Henny schaut unter anderem zu. Henny, ich hoffe, du geht es gut. Du bist Strahlenschein und schaust gerade das 20:60 der Passauer an. Christian Häuser, irgendwann dann zugucken, schaut seine Passauer an, ob die sich auch gut schlagen. Auch dir liebste Grüße, mein Bester. Ich hoffe, man sieht sich in Bamberg zur EM. Also auch die anderen Zuschauer, schaut da vielleicht mal vorbei. Das wird, glaube ich, ein gutes Turnier. Das wird richtig, richtig gut. Und da können wir wenigstens alle das gleiche Team unterstützen. Oh ja. Oder? Es ist zu mal gut, ne? Ja. So, jetzt kommt ein Pressing, alles klar. Ein bisschen langsam muss jetzt der Beat kommen. Wer muss jetzt der Beat kommen? Der Beat kommt auf die Füße, super schön. Sabine kann jetzt laufen, passt nach vorne auf Borut. Oh. Beim zweiten Versuch. Ja, aber eben, war eindeutig der Beat davor auf die Füße gekommen. Ja. Aber im Nachsetzen war Markus Wagner da. Also jetzt müssen wir mal geredet werden. Ja. Ich bin auch der Ansicht, da war ein Beat auf die Füße von Borut. Damit wäre das Tor nicht gut, aber man kann natürlich einfach weiterspielen. Und dann wäre Markus Wagner-Tor eigentlich auch in Ordnung. Es würde mich wundern, wie das jetzt enden könnte ohne ein Tor für Passau. Hm. Genau, natürlich. Ja. Niklas. Immer noch nicht. Jetzt kommt nämlich der Score. Und jetzt kommt der Pfiff, die Bresen zu erheben und sich wieder spielbereit zu machen. Also wären wir denn hier, wenn ich in Deutschland, wenn ich alles exakt immer nach Regelwerk wäre? Also das wäre eine Enttäuschung für sämtliche Beteiligten. Ja, erst recht bei Niklas. Auf jeden Fall. Ich meine, man kann ja ein bisschen drüber schmunzeln, aber der Mann hat halt alle Regeln, setzt sie durch. Und ja, dafür ist dieses Spiel da. Wir spielen mit demselben Regelwerk, das gilt es dann auch durchzusetzen. Ja. Und bisher muss ich sagen, völlig in Ordnung, wer das Spiel führt. Ja, nicht viel Unterbrechung. Auf jeden Fall. Die Fouls, die zu callen sind. Callt der schöner Dodge. Aber Augsburg hier mit einem Foul. Ich wollte jetzt gerade sagen, es gibt auch noch nicht so viele Unterbrechungen, aber das nehme ich jetzt vielleicht zurück. Haben lassen, ja, Lena, also wirklich nicht. Eine blaue Karte jetzt für die Nummer 21, Judy, weil sie den Blatscher gekickt hat. Wahrscheinlich dann, als ein Gegenspieler in der Nähe war, ne?
Da müssen wir nicht aufpassen. So, und wieder. Erhebt eure Besen und weiter kann's gehen. Schön gesetzt hier. Der Beat von Moritz Everling. Der ist ein Bamberger, ja. Der hat dann Heimspiel beim Turnier. Jetzt kommt erstmal der Pass auf Borut Beskowczyk. Das wird ein Tor. Und es steht 20-80 inzwischen für Passau. Komm, also Passau ist natürlich, ich finde Passau spielt besser, aber der Unterschied der Tore spiegelt nicht ganz das Spielgeschehen, finde ich. Ja. Ich finde, Augsburg ist ein bisschen näher dran, aber offensiv fehlt da noch so ein bisschen der letzte Zug. Ja, definitiv. Und auch, weil die Defensive von Passau im Moment gerade richtig stark ist. Das stimmt eben. Haben auch Blatscher-Control jetzt, glaube ich, schon länger. Genau, eben. Und das ist jetzt eben das Timeout und darüber sollten sie reden. Ja. In Passau ist besser, würde ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Aber Augsburg nicht chancenlos, aber in der Offense einfach rennen sie da gegen eine Wand. Da wird richtig gut abgeräumt. Da hat auch jetzt die Einwechslung von Matthias Renner nicht geholfen. Das Beating Game geht zugunsten der Passauer, möchte ich meinen. Definitiv. So, also im Vergleich zu gestern, wir haben jetzt satte Temperaturen. Die Sonne knallt uns hinten auf die Köpfe und den Spielern hier von oben herunter. Was ich wirklich nicht vermisse, ist der Wind. Oh ja. Weil das war gestern hier, wir haben direkt gegenüber den Score, so dass wir den Score sehen können. Und das war gestern unmöglich, da stand dann irgendwann mal 100-0, obwohl eigentlich das andere Team auch schon 100 Tore geschossen hatte. Weil der Wind immer alles... Ich meine, wir haben schon verstanden, dass wir im Norden sind. Das muss uns das wirklich auch noch... Also es ist uns bewusst, wir hatten ein paar Stunden Anfahrt, es ist schon klar, dass hier Norddeutschland ist. Und wir hatten am Freitag auch noch ein Gewitter, das sich ziemlich gewaschen hat. Beim Aufbau natürlich von allen Sachen. Das war ja, wunderbar. Also, ich weiß nicht, wann ich jemals ein Turnier hatte bei Quidditch. Das war von Anfang bis Ende ganz normal. So 20, 22 Grad, ab und zu ein paar Wölkchen, aber... Nee, das gibt's nicht. Aber auch mit Deutsch, ne? Also furchtbar, ey. Wir Kartoffeln. Wir jammern gerne über das Wetter. Das Timeout ist vorbei und es geht weiter. So. Jetzt wollen sie sich die Clutch Control holen. Sie hinterlaufen einen der Beater, wollen dann von beiden Seiten drauf gehen wahrscheinlich. Es muss Kontakt initiiert werden, dann ablenken und dann muss der Wurf von Matthias Renner kommen. Sollte jetzt rangehen, lauert aber auf den Fehlwurf. Und das hat geklappt. Ah, das hat geklappt. Jetzt muss halt natürlich das Chaser-Game ein bisschen sich Zeit lassen oder den Wurf versuchen. Ja, das war jetzt die falsche Entscheidung. Sie hat jetzt die Klatsche. Ich finde, da hätten sie jetzt einfach warten können. Mhm. Jetzt geht es nochmal auf die Duelle rein. Uff, auf die Nummer 31. Die kriegt man nicht runter. Oh! Ja, doch, ja. Borut schafft's. Okay. Da gab es sehr viel Protest von den Passauern. Da habe ich ein lautes Ey gehört. Ja. Geht's hier allen Beteiligten gut? Oh, bitte nicht die Nummer 68. Ja, er humpelt da ein bisschen, hat er sich ein bisschen wehgetan. Oh nein. Aber er steht schon wieder. Bei ihm steht nämlich, er wollte die deutsche Meisterschaft unverletzt beenden. Das ist eigentlich kein so hohes Ziel, ne? Nein, wirklich nicht. Und das wird witzig. Oh, gibt es eine? Nein, da gibt es doch keine Karte dafür, oder? Ich habe nicht genau gesehen, was in der Situation vorgefallen ist. Ich glaube, es war einfach... Kampf um Ball, ne? Ja. Also würde ich jetzt auch keine Karte dafür geben. Okay, viel jetzt in diese Pausen zustande gekommen, vor denen wir uns vorher noch gefürchtet haben, Lena. Ja. Ajo. Leider. Gibt uns Zeit, uns näher kennenzulernen. Auch gut. Du bist bei den Offenburger, ne? Ja. Die hier angereist sind. Die Offenburger haben dann aber leider zurückzumissen, weil die hatten ein paar Ausfälle, ne? Ja, und zwar am Freitag davor ganz kurzfristig und dann konnten wir leider nicht teilnehmen mit neuen Spielern. Da können wir eigentlich auch ein paar Grüße nach Offenburg schicken, oder? Ja, gerne. An die Verbliebenen. Genau, gute Besserung. Beim nächsten Mal wollen wir euch dann hier sehen, wo auch immer dann die eben stattfinden Definitiv. Wird. Definitiv. Dann gilt es, dass man die Offenburger sieht. Also ein bisschen mehr Bavü geht ja auch. Also ja. Das muss man auch mal sehen. Also, wenn wir im Norden sind. Erst recht dann. Erst recht dann, hajo. So, Blatscher Control jetzt für Augsburg. Das war wichtig, die haben sich geholt. Jetzt können wir mal gucken, wie sie die Defense mit der Blatscher Control schmeißen. Sehr aggressiv. Der Pass kam eigentlich schon ein bisschen spät. Ja, genau. Ja. Und da muss Shakib Bukadaya ja aufpassen. Das war jetzt schon das zweite Mal. Mhm. Also, ich verstehe, dass da noch gut aus Bewegung da sein kann, aber auch das war schon wieder das zweite Mal, dass er ein bisschen zu spät dran war. Oh, jetzt sind tatsächlich mal keine Beater da von Passau. Jonas wird von Markus Wagner gestoppt. Runtergebracht! Oh.
Ich sag doch, der Markus Wagner ist ein Defensivspezialist ja. vor dem Herrn. Das war eine Boxstark-Aktion. Aus vollem Lauf den Chaser gestoppt. Das würde ich auch gerne können. Ich muss sagen, da hätte ich mir gewünscht, dass Jonas Fitt einfach so einen ja, Sidestep ja. macht und einen Drehung. Er kann da nicht einfach auf Markus zulaufen und hoffen, dass seine Geschwindigkeit alles regelt. Reset used, ja? Das ist ein enger Call, nichtsdestotrotz. Boah. Boah. Schöner Turnover geforst von Matthias Renner, der hier richtig regelt. Der verteilt deine Facebeats. Ja, weißt du, ob er bei Österreich vielleicht als Beater oder als Chaser spielen wird? Weil er macht gerne beides, aber als Beater finde ich ihn wirklich fantastisch. Ich glaube, es ist auch Beater. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Da können die Österreicher vielleicht hoffen, dass sie auch in die oberen Ränge kommen. Ich persönlich hatte sie ja mal in einem Podcast, den wir gehabt hatten, auf Platz 7 gesehen. Das wird natürlich die Österreicher ein bisschen gefuchst. Die sehen sich höher und ich hoffe auch, sie beweisen mir das Gegenteil. Ja, schöner Pass. Felix Linsmeier muss zurück an die Hoops. Ein etwas leichtsinniger Versuch von mir. Jawoll! Wie gut Matthias Renner dieser Defense tut mit dem langen Beat auf Shakib Bukadaya, der natürlich hinten keine Augen hat und das nicht sehen kann, dass aus 10, 15 Metern dann nochmal abgezogen wird auf ihn. Jonas wartet erstmal. Keine Klatsche. Jetzt müssten sie eigentlich gehen. Warum kommt da nach hinten der Pass und noch zu Borut? Und Markus Wagner da, da hätten sie mehr draus machen auf können. Auf jeden Fall. Die Bieter haben ja eigentlich gute Aktionen und für meist. Ja. Hat er den Keeper zu früh angegangen? War natürlich ein bisschen, also schon ein bisschen clever. Ein Schritt mehr und Shakib Bukadaya hätte da auf jeden Fall zu Recht den Ball verloren. So gibt es eine Karte für Augsburg. Ajo. Ich muss sagen, vor einem Jahr hat man Augsburg so ein bisschen als so faulanfällig verschieden. Das erlebe ich jetzt in diesem Turnier überhaupt nicht so. Im Gegenteil, eine absolut liebe Truppe, guter Community Spirit. Wir hatten vor Olivia hier, haben uns ein bisschen drüber halten. Es ist auch immer so ein bisschen das Team, das einen dazu bringt, beim Quidditch zu bleiben und damit anzufangen. Und das machen die Augsburger ganz toll. Definitiv. Die meisten Offenburger von uns, die jetzt auch hier sind, schöner unterstützen Fang auch Augsburg. Hier von Felix. Hoher Ball. Matthias Renner muss auch ein bisschen auf den Kopf. Wir gucken nicht auf die Bieterduelle. Und jetzt kommt das Reset auf Shakib. Guter Call. Sehr gute Entscheidung. Ja. Das war der richtige Call. So, Florian versucht jetzt hier den Beat zu setzen, Chart zu setzen. Sehr das schön. War schön. Das war schön. Aber genau das brauchst du manchmal einfach. Er ist einfach losgerannt mit Willensstärke. Genau, Florian Kasper hat versucht, ihn aufzuhalten, aber der Pass kam sehr schön auf Michi. Michi auch gut positioniert. Ich finde, der ist als Chaser sowohl als Troll als auch als Quaffle Carrier zu gebrauchen. Aber hier hat er als Troll gut sich positioniert und den Ball verarbeitet. Bei der Nummer 31 Andi steht auch, es kann ihn nichts aufhalten. Das war in diesem Fall absolut richtig. Hoher Ball. Drin, sehr schönes Ding. Timon Bettenbühl, das ist erstmal seine letzte DM, also sein letztes Turnier. Der wird, danach ist so ein bisschen die Zukunft offen. Hier kann er auf jeden Fall schon mal ein Tor setzen. Hoffentlich kann er sich nochmal mit einem Sieg hier im Livestream verabschieden. So, Florian Kasper hier als Point Defender macht eigentlich die Raps gar nicht schlecht, aber da ist ein bisschen mehr Kraft in der Gestalt der 31 der Augsburger. Ja. So, jetzt Michi ganz weit hinten, sucht jetzt die Anspielstation hinter den Hoops, das wird die 31 sein. Hoher Ball. Reset. Use. Den Schritt hätte er sich vielleicht sparen können. Ja. Findet Michi wieder. Das ist jetzt ein Spiel zwischen den beiden. Kein Klatsch, jetzt können eigentlich die Passer ein bisschen draufgehen. Ja. Keine Klatsche da. Das darf eigentlich sein. Ja, schönes Tor von Michi. Aber hätte nicht sein müssen. Ich finde, die Augsburger könnten noch ein bisschen vielleicht versuchen, in der Offense ihre Damen etwas zu involvieren. Michi mit einem guten Tackle. Vielleicht einfach mal mit einem Pick and Roll, dass eine Dame da den Weg frei räumt, dann sich abrollt, um auf die freien Hoops eine Anspielstation zu sein. Noch ist das viel ein Pass und dann aufs Tor, was auch funktionieren kann. Natürlich. Das sehr gerne. Mhm. Der Spielstand ist inzwischen 40 zu 100 für Passau. Also es bleibt ungefähr bei dieser Differenz von 60 Punkten.
Und der Schnatz macht sich ebenfalls schon bereit. Ja, Vincent Fröhlich. Ah, Vincent. Dann kann das eine Weile dauern. Ja, dann kann das wirklich eine Weile dauern. EQC hast du ihn gesehen. Ja. 1 und 2 war er dabei. Der macht eine Menge Turniere im Jahr, wird immer besser als Schnatz und rühmt sich einiger Minuten und einiger Handicaps, die er schon erfahren hat. Also unter dem ersten Handicap wird selten da mal der Schnatz gefangen. Wieder ein schönes Tor von Michi. So, Boot kann gehen, weil die Batscher auf der anderen Seite beschäftigt sind. Oh, schönes Ding. Timon wetten will mit seinem zweiten Tor in diesem Wettkampf. Und schnell noch ein Female Keeper aufs Spielfeld, damit mit der General Rule mit Marco Ziegaus als Sieger auf dem Platz alles in Ordnung ist. Die Augsburger sind bereits ausgeglichen. Hannes Pingel wird der Sucher für die Augsburger sein, während Marco Ziegaus es für die Passauer richten soll. Augsburg wirkt es so, als ob sie sich ein bisschen Zeit lassen wollen. Ja. Ich frage mich, ob sie verteidigen oder auf den Schützcash gehen. Zu langsam. Ja, das war jetzt die Layoff-Game. Ich denke, sie werden eher defensive seeken. Ja, ich denke, die wollen das noch aufholen. Sie haben jetzt auch die Sucherin, den Sucher nochmal gewechselt. Ja. Das wird nichts. Da hat Boot eine zu gute Beschleunigung. Ja. Ja, sie gehen aufs Defensive Siegen. Du hast völlig recht, Dina. Und ich meine, die Augsburger haben auch ein bisschen recht. Also wenn ich jemandem zutrauen würde, da noch ein paar Minuten rauszuholen, dann ist es Vincent Fröhlich. In einem schönen Jersey hier von der DQM 2019. Torne steht hinten drauf. Steht ihm recht gut. Ja. Oder? Ein Schnieker. Hat auch extrem viele Einsätze hier und sitzt dann immer während den Spielen auf seinem Campingstuhl und entspannt ein bisschen. So. Sei ihm gegönnt. So, Marco Ziegaus, da machst du nicht mehr viel, weil deine Handgelenke sind in der Hand von Vincent Fröhlich und der hat eine gute Zugkraft. Finde ich ganz schön, dass wir das hier direkt vor der Nase haben. Ja. Kein Tor. Das hat einmal nicht funktioniert, der lange Pass. Der lange Wurf von Michi. Die Passauer können sich natürlich ein bisschen Zeit lassen. Es gibt Marco Ziegaus ein, zwei wichtige Sekunden bei Vincent Fröhlich und die braucht er. Oh je, oh je. Keine Vita ist der Call, langer Ball. Augsburg verteidigt das. So, Passau bleibt mit den Gladschern auf den Quaffel. Warum auch nicht? Sie haben genug Puffer, um hier ein bisschen erstmal ohne walten zu lassen. Boah, wieder so ein Beat von Matthias Renner. Der ballert so unfassbar stark, ey. Das tut weh. So, da sind die Hände aber oben. Die Hoop-Defens von Passau steht ganz gut. Super Ball. So. Zu hoch. Der Ball war zu hoch. Ja. Den erläuft auch ein Michi nicht mehr. Und ich fürchte, das wird noch einige Minuten dauern. Ich fürchte ebenfalls. Weil ich sehe auch nicht, dass Augsburg in Kürze auf den Cold Catch gehen wird. Aber jetzt müsste bei Augsburg auf jeden Fall, während sie hier um den Quaffel kämpfen, irgendwelche Impulse zeigen, dass sie das hier irgendwie noch umdrehen können. Es müssten jetzt ein, zwei Tore kommen, um zu zeigen. Wir sind noch da. Aber es hat nicht Problem, weil Passau, im Gegenteil, die haben es noch einfacher. Die müssen sich nur aufs Quaffelspiel konzentrieren. Ja. Während ab und zu doch mal ein Bieter aufs Siegerfloor gucken sollte bei den Augsburgern. So, Moritz Wagner. Keiner geht ran. Aber auch keine Anspielstation da. Und jetzt muss man langsam eine Bewegung von Passau auf das Tor kommen, glaube ich. Ja. Augsburg-Verteidigung steht jetzt besser. Definitiv. Aber so ein bisschen erlahmt das Spiel auch gerade, Lena. Ja. Also es passiert... Nein. Ja, der Sucher von Passau scheint umgeknickt zu sein. Oh nee, das ist Marco Ziegaus. Ich meine, den kennen eigentlich, sollten zumindest alle kennen. Ist zu zweit drin für das Gameplay verantwortlich. Hier muss er jetzt runter. Für ihn kommt aufs Spielfeld Florian Kaspar. Der ist absolut sprachlos, hat viel für die Sevilla Warriors gespielt, deswegen auch
der spanische Name auf seinem Rücken, Sanchez, wird jetzt versuchen, Vincent Fröhlich den Schnatz zu entringen. So, was gibt's jetzt noch? Niklas scheint. Ah. Der Keeper. Musste noch etwas tun. Und Spiel geht weiter. Schöner Catch hier vom Bieter der Passauer. Nochmal gecatcht! Das war bockstark! Da muss ich auch sofort mal auf mein Nummernschild gucken, wer das ist. Jan von Schmettow. Meine Güte, war das stark. Auch stark. Michi mit seinem, also ich weiß nicht, wie viel Tor von ihm das jetzt war. Ich glaube, die Hälfte auf jeden Fall. Ja, die Augsburger, die verlangen da schon viel von Michi. Da müssen sie aber auch langfristig mal gucken, ob sie da auch ein bisschen variabler werden können in der Offense. Michi kann sich immer richten, da muss irgendwann mal auch ein paar elaboriertere Spielzüge kommen. Für jetzt reicht es zum 60-120, wenn ich das richtig. Besonders, weil Michi eigentlich ja auch Sucher ist und ein sehr guter Sucher. Und dann haben sie ihn spätestens dann nicht mehr im Chaser-Game. So, Markus Wagner zieht drauf. Kein Call, das Spiel geht weiter, das Spiel geht weiter. Shakib Bugadaya mit dem Drive, das ist sehr schwer, den Mann zu stoppen. Puh. Und er haut ihn rein. Das war ein schönes Tor. So, Florian Kasper. Ja, das ist nicht einfach. Die Nummer 13 macht es ihm hier schwer. Ja. Es ist aber auch generell, ich finde, wenn ein Team Defensive Sieg da dann wirklich den Schnatz zu bekommen, ist sehr schwierig. Also vor allem gut Defensive Sieg. Sie macht das gut, sie ist immer dazwischen, die Hand kommt raus, da muss er einfach die Distanz wahren und da muss Sarah Hinbrecht hinkommen. Und dadurch muss halt mal auch der Klatscher weggeschmissen werden. Schön gedodged. Michi geht aufs Tor. Und der war nicht drin. Der war nicht drin. Zweiter Versuch. Der war drin. Der war drin, ja. Der war sehr schön drin. 70-130. Es bleibt bei diesen 60 Punkten. Und da erinnert sich auch nicht viel dran. Jetzt. Florian Kasper hat Zeit. Der war da nicht war schlecht. Er dran. Passor Zeit, machen den Vortrag langsam. Shakib Bugadaya über die rechte Seite. Tabaluga ist der Call. Die Freo Dragons machen jeden ihrer Spielzüge. Oh nein, der zweite Schnatz. Der zweite Sucher hat sich verletzt von Passau. Er hält sich den Knöchel. Oh nein, Der hat wirklich auch sofort geschrien. Das klingt nicht gut. Das war eine dunkle Ahnung bei mir vor dem Team. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel Spiele. Ja. Ich meine, es gab ja auch davor die Diskussion von einigen. Ich meine, das hat die Turnierorga natürlich auch gesehen. Die haben mal gesagt, irgendwie müssen wir es handeln. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, das sechste Spiel. Das machen wir auch bei einem normalen Turnier schon, aber das ist natürlich langsam ein Wear and Tear. Man ist irgendwann nicht mehr so frisch. Tut auch irgendwann der Spielqualität nicht mehr so gut. Irgendwie langfristig müssen wir uns da mal was anderes ausdenken. Das stimmt. Aber klar, es sind natürlich, ich glaube, 34, 36 Teams. Macht mal eine Turnierstruktur, wo halbes fair ist. Da musst du halt ein paar Spiele machen. Ja. Wäre alles besser, wenn wir das alles Vollzeit machen könnten. Da wäre das alles einfacher. So müssen wir uns halt mit diesem Turniersystem helfen. Und das ist jetzt halt ein bisschen anstrengender dieses Jahr als in den Jahren davor. Jetzt. Jochen Merkel am Start als Sieger. Kein verteidigender Sieger da. Und kann jetzt draufstürzen. Aber wirklich, also ich muss sagen, die Nummer 13 macht das Defensive Sieg recht stark. Bringt den Körper da rein und das macht nochmal einen ganzen Schwierigkeitslevel mehr. Es sind inzwischen auch 70 Punkte Unterschied. Ja. Es wird nicht besser für Augsburg. Also langsam müssten sie gucken, es sind noch ein paar Spiele zu spielen, ob da nicht vielleicht besser wäre, mal für den Catch zu gehen. Spiel geht schon lange. Schön verteidigt von Passer. Aber guck das an. Die Klauen von Vincent Fröhlich erlauben Jochen Merkel keine Bewegung abseits seiner Hüfte. Und jetzt kriegt er nochmal eine Schütze davon. Das ist einfach bockschwer.
Ich finde das fantastisch. Ich müsste eigentlich mal wirklich häufiger so einfach nur die Seeker gucken, was die so machen. Und da ist die Hand am Wesen und das ist nicht mehr cool. Jochen, gib's auf. Geh zurück zu den Hoops, gib's auf. Der bricht dir nur. Jochen, vergiss es. Er könnte dich sogar hören. Oh, jetzt müssen sie aufpassen. Niemals, Jochen. Nimm den Lauf, Fick. Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, Lena, sag mir bitte in Zukunft, dass ich die Klappe halten soll. Ja. Das ist das Falsche, was ich jemals gesagt habe. Man darf ihm nicht glauben. Die ganze Zeit. Mach's so nicht, Jochen. So schlitzohrig wie ein Elf. Menschenskinder. Jochen Merkel, getan. Happy Birthday. Happy Birthday, Jochen. Junge, das hätte ich nicht gedacht. Boah, das ist krass. Und er ist gut. Okay. Glückwunsch, wirklich krass, Glückwunsch. Das war eine der cooleren Sachen, die ich gesehen habe. Mega gut. Alles klar. Verdienter Sieg für auf Passau. Augsburg war anfangs dran, dann am Ende lässt ein bisschen die Kraft nach. Der Sieg geht in Ordnung. 170 Sternen. Passau gewinnt das. Und ja, das war's von uns. Das war's von uns, ja. Dann Dankeschön fürs Zuschauen, das war Philipp Stolz an meiner Seite war. Lena Tetzer und tschüss. Ciao. Hey!